So, moin, moin, meine Lieben, LS22 Friends. Tja, ihr seht, wir sind zwar immer noch auf der Karte, aber wir haben uns was Kleines zu sagen. Aber das würde ich eher sagen, macht unser Johann. Johann, du hast was zu sagen, hast du mir gesagt. Ja, moin, moin, YouTube und alle Abonnenten, Zuschauer von Günni. Ja, und zwar, dieses Video wird eine kleine Erklärung sein, und zwar auf unserem The Valley, The Old Farm. Wir haben uns seit vorgestern, also sprich, jetzt muss ich selber einmal kurz überlegen, welches Datum. Vorgestern ist richtig, alles gut. Ja, also am 6.7. haben wir uns alle Mann entschieden, dazu einen eigenen Server zu machen. Genau. Das heißt, ich habe schon längeren Zeit einen G-Portal-Server, und den habe ich jetzt für uns zur Verfügung gestellt. Und dementsprechend kann das natürlich sein, dass ja bei den Höfen oder beziehungsweise anderen Charakteren es ein wenig abweicht zu den ganzen Folgen. Genau, um es einfach zu sagen, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, um es einfacher zu sagen, wie gesagt, der Hof, der ist jetzt nochmal neu angelegt worden, weil das Selfcam konnten wir nicht hochladen, dementsprechend ist auch da ein schönes neues Auto dazugekommen. deswegen, wir zeigen euch gleich, wie es sich nochmal ein bisschen verändert hat. Ihr könnt auch dann gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt sogar sogar besser ist. Und wie gesagt, jetzt das ruhig weiterhin. Ich halte ja schon die Klappe. Genau, ja. Nee, alles gut. Nee, das ist halt eben der Hintergrund. Da bitte der nicht wundern. Der Server, der bleibt dann mit dem aktuellen Spielstand ab jetzt dann durchgehend derselbe. Da wird sich dann nichts verändern. Des Weiteren haben wir noch eine andere Ankündigung. Wir haben es ja schon mal vor ein paar Tagen. Folgen irgendwie schon mal erwähnt, genau. Schon mal erwähnt, dass wir da noch ein anderes Projekt ins Laufen bringen wollen. Sagen wir mal einfacher. Es ist jetzt so, wir haben uns alle, also sprich der Olaf, der Günni und der Johannes haben ja ein PC, und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, ein anderes RP-Projekt nur für PC zu machen, und zwar auf der Waldstättener Karte. Genau, und da kann man sagen, wenn du mich jetzt reden lässt, wie gesagt, kannst du auch gerne aussuchen. Ja, mach. Ja, und zwar, und da seid ihr jetzt gefragt, wenn ihr sagt, okay, ja, cool, Waldstätten, habe ich Bock, können wir das gerne, können wir es so machen, dass ihr in die Kommentare reinschreibt und sagt, ja, hier, hi, ich hätte Bock dazu, schreibt also gerne rein. Wie gesagt, wir suchen da aktuell noch Leute, die RP-fähig sind. Was ihr haben müsst, sind halt die ganzen DLCs und müssen mindestens 18 sein. Das wäre mir halt auch sehr wichtig. Wir rennen jetzt hier rum. Und wie gesagt, halt natürlich mit C besitzen. Wie das dann weiterläuft mit Mods und Co. und allem drum und dran, können wir dann gerne auch bequatschen, indem ihr dann halt im Discord seid. Ich werde den Discord noch ein bisschen umbauen und machen. Und so, dass wir auch sagen können, okay, wenn ihr kommt, kommt ihr da rein, dann wissen wir direkt Bescheid. Und dass wir halt sagen können, okay, wir können da gerne was machen. Weil wir würden halt gerne das auf der Waldstätten. Dazu, wer von euch natürlich kennt, weil nicht jeder kennt McManus, wir kennen natürlich, ne? Haben wir nicht die normale Waldstätten, sondern wir haben die von TF2. Genau. Es ist zwar eine kahle Map, also die ist noch ganz am Anfang, wie ihr von den ersten Folgen habt, von TF2. Also da ist doch nichts umgebaut, da ist doch kein Gewerbegebiet oder. Und das würden wir gerne mit euch umbauen. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt gerne in die Kommentare, lasst gerne Daumen nach oben da. Und ja, sonst. Ja, eins hätte ich da noch dazwischen zu sagen. Mhm. Für die, und zwar, es ist so, wenn ihr Bock dazu habt, müsst ihr euch eins klar sein. Es werden der Olaf und der Günni wird gleichzeitig auf Twitch das Ganze live streamen. Genau, das und wird aufnehmen. Dann über Twitch dann aufgenommen.
Voraussetzung ist halt eben in der Hinsicht, wenn ihr das nicht möchtet, dass ihr da involviert zu hören seid. seid, wie auch immer, wäre der RP-Projekt dann ein bisschen schwierig. Also wenn ihr mitmachen wollt, solltet ihr euch vernünftige Aussagen tätigen, deswegen auch 18 plus und halt eine Klar. vernünftige geistige Reife halt, ne? Genau. Und Wir beziehungsweise nehmen natürlich, vielleicht sogar auch jemand, der ja, schon RP-Erfahrung hat. zum Beispiel, natürlich sind auch gerne Neuankömmlinge willkommen. Also wer da sagt, okay, gut, ich möchte das gerne mitmachen, kein Problem. Wir unterhalten uns einfach im Discord darüber. Und zu den ganzen RP-Projekten mal ganz kurz erklärt, es wird da ein bisschen anders werden. Wir gehen aber Jeder, am der besten schon mitmacht, mal ein bisschen rum. Ne? genau, Geht ruhig weiter. jeder, der da mitmachen möchte, hat natürlich seine eigene Rolle. Wobei die anderen RP-Kameraden, sage ich jetzt mal, nicht diese Rolle wissen. Also das heißt, jeder hat seine eigene Rolle, die er Genau. spielen möchte. Wird natürlich dann auch so sein, dass ja auch mal laut einer Folge ein bisschen energischer wird, dann vielleicht mal ein bisschen lustiger So oder, wie ein ne? RP eigentlich sein sollte. Ganz Genau, einfach. so. So. Das wird halt eben so der Stand der Dinge sein. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, wer ist denn das, der hier rumläuft? Ist das Olaf? Ich habe keine Ahnung. Nee. So, ihr Lieben. Also, wir stehen jetzt hier gerade bei der neuen BGA. Wie ihr seht, die ist jetzt noch mal etwas umgeändert. Wir haben jetzt hier den großen Wassertank. Ich habe hier den Weg mal ein bisschen schöner gemacht. Und jetzt haben wir hier natürlich den Stahlkamp stehen, das Güllelager. Was auch, glaube ich, weil der Server im Moment, jo, läuft. Weil der Server ja läuft im Moment, auch wenn wir runtergehen. Also lassen wir den auf 1 erstmal so ein bisschen beilaufen. Dementsprechend füllt sich das Ganze auch. Dann haben wir hier natürlich den Separierer. Ich glaube, der steht sogar auf demselben Platz, oder? So ungefähr. Ja, so ein bisschen, ja. Genau. So, und dann habe ich jetzt den großen Bunker hier zugeholt und habe jetzt zwei Einladebunker noch hier, inklusive zwei Kraftwerke. Ich denke Genau, mal, die bringt das. uns ein bisschen Kohle. Weil das Geld, was wir jetzt noch hier drauf haben, ist halt so, dass wir das komplett bis auf, was haben wir gesagt, 500.000 eine Mille oder so. Also wenn alle Geräte da sind und Ja, alles genau. gemacht ist, kommt das wieder weg. Und so, dass wir vielleicht auch, wir hatten glaube ich 1 Million auf dem Konto, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, so ungefähr, glaube ich, war das, ne? Das, Genau. also, wie gesagt, wir werden jetzt mit dem Geld, was da jetzt oben ist, ist halt eben noch Nur ein bisschen einrichten. Vorbereitung machen. Genau, Zum einrichten, Einrichten, ein paar vorbereiten. Sachen Genau. brauchen wir noch. Und Genau, ja. dann habe ich noch gerade was anderes. Und zwar werde ich jetzt oft gefragt von euch wegen dem Emergency Pack, wieso, weshalb, warum das bei mir nicht läuft oder sonstig, also bei euch nicht läuft. Es kann sein, dass es vielleicht irgendwo ein kleiner Fehler ist. Warum? Kann ich euch leider nicht sagen. Also ich habe mit Creative Mesh geschrieben. Und die wissen es leider auch nicht. Also ihr müsst daran bedenken, es ist immer noch eine Beta-Phase. Also es ist noch nicht vollendet. Was ich dazu sagen könnte, das Emergency Pack wird definitiv mit auf die Waldstätten kommen. Da wird es auch eine Feuerwehr geben. Wie mir die gestalten, mit was für Autos und Co., würde ich sagen, lasst euch einfach überraschen. Genau, das würde ich auch sagen. Genau. Und eins habe ich natürlich vergessen, was mir persönlich wichtig ist für die Waldstättener RP-Projekt. Es werden definitiv keine unrealistischen Mods geben. Nein. Es wird so einfach in Anführungsstrichen wie möglich gehalten. Klar, ein paar Scripts kommen rauf, wie VCA, Crossplay, Curseplay. solche Ja, wohl, Sachen werden. Curseplay würde ich sagen, lassen wir weg. Das brauchen wir nicht. Ja, okay, gut. Aber wohl doch, Curseplay. Ja, Ne? gut, kann man mal gucken. Aber wie gesagt, Aber das andere alles, jetzt das nicht so wie wird jetzt nicht. hier über. Bestes Beispiel. Steht da hinten, er sieht so unscheinbar aus. Das ist er aber nicht. Der kleine Hänger da hinten, zum Beispiel mit so 200.000 Liter Wasser oder diesen Kolossus, den es gibt oder sowas. Also sowas wird es Genau. dort nicht geben, sondern nur die realistischen.
Es soll halt schon realistisch bleiben. Hier, ja, okay, wir versuchen auch realistisch zu bleiben. Wenn wir jetzt natürlich wie hier jetzt ein bisschen größere Mengen zu transportieren haben zum Start, kommt das hin. Es wird hier aber auch anders da laufen. Mit Genau, der ne? Zeit. Wie Ja. gesagt, das wollte ich nochmal sagen. Und ich meine, klar, wenn ein paar Sachen dazu kommen, wie Simple IC, ne, wo man dann so ein bisschen extra Türen aufmachen Ja kann und gut, so. das ist ja Aber okay, das gehört ja das, dazu. ne, sage ich mal, gehört dazu, dadurch, dass wir ja am PC sind. Und finde ich eine ganz interessante Sache, sowas, Genau. dass man das halt eben auch mit reinnimmt, ne? Ja. Ja, das Gut. wäre von meiner Seite her. Ich weiß nicht, Günni, Ach hast du so, da jetzt noch irgendwelche ja. Fragen Und oder? nee, Fragen jetzt nicht, aber du, weißt du, was wir ganz vergessen haben? Was denn? Wir müssen uns mal bei den Leuten bedanken. Wir haben in einem Ja, Video stimmt. von dem Mod Emergency Pack von euch ungeschlagene 1300 Aufrufe, 23 Likes. Leute, vielen, 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 vielen Dank dafür. Und natürlich die 12 neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, begrüße ich natürlich auch sehr herzlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier und werdet auch bei den Livestreams mit dabei sein. Also, wir werden das so machen, dass wir immer dann sagen, einen festen Tag, versuchen die Folgen so aufzunehmen und euch zu bringen, dass wir sagen können, okay, dann und dann sind wir auf Twitch. Weil dann versuchen, dann eine Verlinkung damit reinzumachen. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Das wäre halt jetzt so Genau. meine Idee. Es Genau, wird zwar noch ein also. bisschen dauern, bis wir die Livestreams starten. Weil wir haben auch da noch jede Menge einzurichten und zu machen. Und außerdem bin ich ja noch mitten im Umzug. Und ja. Ich hoffe, dass mein Anbieter da ein bisschen vorangemacht. Ja, um das dann auch zum mehr oder weniger zum Abschluss zu bringen, weil wir wollten das nicht allzu lange machen. Wie gesagt, der Günni alias, darf man 19, sagen? ja, ruhig 19 Gamer, Stossi 90. Genau, Stossi Gamer 19 und der Sally auf Twitch. Da habe ich ja mit Sally gestern schon mal die Vorstellung gemacht. Die beiden werden definitiv dann über Twitch, aufnehmen und auch streamen. Ich selber, Johannes Hansen alias Spechti, gestern auf bei Sally drauf gewesen, werde noch nicht streamen, werde es aber so ein bisschen angehen, ein bisschen herantasten, dauert ja ein bisschen, wenn man da Ja, so ein alles bisschen gut. klarkommt. Das kriegen wir aber auch hin. Wie gesagt, wir sind Aber alle ich möchte klein. mich dennoch auch bedanken bei Stossi seinen Abonnenten, Zuschauer, auch wenn ja, ich erst so ein bisschen frisch reingekommen bin, aber ich denke, es kommt alles sehr gut an, so wie wir das machen. Und ja, ich persönlich für mich freue mich tierisch auf dieses TF oder eine TF-Abklatsch, TF-Abklatsch. ganz großen Abklatsch. Aber auf der Weitstädtener TF-Karte freue ich mich tierisch drauf und ich bin auch ziemlich froh, dass wir das so machen wollen. Und wie gesagt, wenn ihr ein Teil des Teams werden wollt, und gemeinsam mit uns das RP-Projekt ja, zu vollenden, irgendwann mal, dann, wie gesagt, einfach entweder den Sally auf seinen Kanal oder auf den Stossi Einfach seinen kommentieren, Kanal. liken und Genau, halt je und wir werden nachdem auch dann. gucken. Ich werde den Discord, wie gesagt, hier noch verlinken. Werde einen permanenten Link hier reinmachen. Und dann könnt ihr auch da ohne Probleme hinzujoinen. Und dann können wir darüber reden, gucken, dass wir das gemacht kriegen. Genau, also wie gesagt, der Sally im Discord einmal zu erwähnen vielleicht und der Gamer Stossi 19 und der Spechti 15 27, glaube ich, Keine Ahnung, ich sehe das nicht mehr. einfach bei uns ein dreien einfach mal melden, sagen, hey Leute, ich habe Lust, ich habe Bock, wann können wir uns mal unterhalten? Genau. Also wie Und gesagt, dann ich werde da kriegt so ihr einen extra definitiv Eingang machen, jetzt nach, wo die Leute dann eine. reinkommen können. Und dann Genau. gucken wir mal. Gut, ihr Lieben. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, wir machen nicht so lang, wir haben jetzt 15 Minuten. Ihr wisst, heute ist ultra warm. Also wir sind das heute gerade am Samstag am Aufnehmen. Die Folge, denke ich mal, kommt morgen am Sonntag. Es ist ultra Genau. warm. Eins kann ich euch noch ans Herz legen, trinkt sehr viel, macht nicht so viel, versucht ruhig zu machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefällt, natürlich wie gesagt gerne liken, teilen und kommentieren. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass wir auf der Waldstätten was machen,
Wir werden es machen, aber wenn ihr Bock habt, mit dazu zu kommen, sage ich jetzt mal. Genau. Schreibt in die Kommentare hier, ich hätte gerne Bock. Ich wäre gern dabei. Und dann werden wir euch schreibe ich euch an. Oder wie gesagt, Discord-Link kommt auch in die Videobeschreibung mit rein, wo ihr dann, wie gesagt, reinjoinen könnt. Und dann zum Beispiel schreibt der Gang, kommt dann hier, ich bin auf dem Discord, kannst du mir mal schreiben oder so. In diesem Sinne würde ich sagen, Tschüssikowski, bis baldinski. Auf Wiedersehen und bis bald.